Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Cassandra und in diesem zweiten Teil zu Didaktik und Methodik geht es darum zu klären, warum sie so wichtig sind. Kommt mal mit. Hallo und herzlich willkommen zur Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Lisa. Lisa befindet sich in der Vorlesung Fachdidaktische Konzepte von Professor Neuber. Und es geht gerade darum, warum Didaktik und Methodik für das professionelle Handeln von Lehrkräften wichtig sind. Wir haben im ersten Teil erwähnt, dass die Ziele und Inhalte einer Didaktik im engen Sinn zuzuordnen und diese mehr oder weniger durch Richtlinien und Lehrpläne vorgegeben sind. Die Entscheidungen über den Einsatz von Methoden liegen dagegen bei den Lehrkräften. Sie können in einem geschlossenen Unterricht alle Fäden selbst in der Hand halten oder in einem geöffneten Unterricht einen Teil der Methodenentscheidungen an die Lernenden abgeben. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass das Wie, also die Methodik, den Weg über den Inhalt zum Ziel ebnet und Sie angemessene Methoden für Ihre angestrebten Ziele auswählen müssen, wird offensichtlich, dass Sie als angehende Sportlehrkräfte nicht nur über Sach-, sondern auch über sehr gute methodische Kenntnisse bzw. Methodenkompetenzen verfügen sollten. Sozial- und Personalkompetenzen oder auch Schulentwicklungskompetenzen lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Sie sind selbstverständlich ebenso wichtig. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten einen Sportlehrer, der war zwar sehr sportlich und hat vielleicht viel von der Sache Sport verstanden, aber er hat es nicht geschafft, uns den Sport näher zu bringen. Das ist genau der Punkt, denn das methodische Vorgehen entscheidet maßgeblich mit darüber, ob die Stundenziele erreicht werden und ob ein Inhalt bei den Kindern ankommt. Wenn eine Sportlehrkraft nicht über die entsprechenden Methodenkenntnisse verfügt, ist dies zum einen sehr schade für die Lernenden, weil diese die Potenziale des Sports kaum oder nur in geringem Maße erfahren können. Ebenso ist dies schade für die entsprechende Lehrkraft, da sie mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit keine Berufszufriedenheit erfahren wird. Ich behaupte, wenn Sie Bewegung, Spiel und Sport mit Leidenschaft, entsprechenden Sach-, Sozial-, Personal- und eben auch Methodenkenntnissen vermitteln, werden Sie stets motivierend wirken und die Lernenden kommen eher zu den angestrebten Zielen. Die Bedeutung der Didaktik und Methodik für den Lernerfolg und Ihre Berufszufriedenheit kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden. Bildlich gesprochen sind Didaktik und Methodik unverzichtbare sowie grundlegende theoretische und praktische Werkzeuge für die spätere professionelle pädagogische Tätigkeit im Sportunterricht. Das ist im Lehrberuf nicht anders als in anderen Berufen. AutomechanikerInnen, ProgrammiererInnen oder ÄrztInnen und so weiter können ihre professionelle Tätigkeit auch nur mit entsprechenden Werkzeugen bewältigen. Auch bei Ihnen muss das Wie zum Inhalt und zum Ziel passen. Stellen Sie sich vor, eine Ärztin verschreibt einer Patientin mit Erkältungssymptomen Medikamente, die gegen Malaria helfen, oder verschreibt den Hustensaft nicht oral, sondern injiziert es mit einer Spritze. Das ist sicherlich etwas vereinfacht dargestellt und mag auf den ersten Blick etwas komisch klingen, aber solche Dinge passieren im übertragenen Sinne im Sportunterricht, wenn die entsprechenden didaktischen und methodischen Werkzeuge nicht angemessen beherrscht und aufeinander abgestimmt werden. Das Entscheidende ist, dass Sie die Didaktik und Methodik als völlig selbstverständliches und hilfreiches Werkzeug für Ihr Handeln im Sportunterricht betrachten. Genauso wie es auch in jedem anderen Beruf selbstverständlich ist, dass man sein Handwerkszeug beherrscht, sollten Sie die didaktischen und methodischen Handwerkszeuge theoretisch kennen und sie praktisch umsetzen können, so wie wollen. Das theoretische Wissen wird Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele in der Praxis zu erreichen. Ja, das klingt logisch. Von jedem anderen Beruf bzw. Profi erwarten wir ja auch, dass er oder sie genau weiß, was er wozu und wie macht. Das sollten wir erst recht von Sportlehrkräften als Sport- und Erziehungsprofis in Grundschulen und weiterführenden Schulen verlangen. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Sie müssen jedoch bedenken, dass Didaktik und Methodik als Handwerkszeug nicht wie beim Programmieren von Computern oder Reparieren von Autos funktioniert. In Lehr-Lern-Situationen haben wir es mit Menschen zu tun, die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Die Theorien der Didaktik und Methodik können uns daher lediglich Wahrscheinlichkeiten liefern, wie wir unsere angestrebten Ziele in der Praxis am besten erreichen können. Umgekehrt können wir die Erfahrungen aus der Praxis mit didaktischen Theorien abgleichen. In Vorbereitung auf diese Vorlesung habe ich gelesen, dass Theorie und Praxis als zwei flüchtige Bekannte bezeichnet werden. Könnten Sie dies näher erläutern? Gerne. Den Universitäten wird nicht selten vorgeworfen, sie wären zu theoretisch und würden die Praxis nicht thematisieren. Der Schule wird dagegen vorgeworfen, sie sei zu theoriefern.
Da ist zum Teil sicherlich auch etwas dran und da müssen wir Lehrende uns an die eigene Nase fassen und sie später auch, wenn sie in der Schule sind. Sicher ist, dass eine Theorie ohne Praxisbezug leer ist. Umgekehrt ist aber auch eine Praxis ohne Theorie blind und wenig wert. Deshalb sollten Sie anstreben, das theoretische Wissen, welches Sie vordergründig im Studium und später im Selbststudium und in Fortbildungen erwerben, und die praktischen Erfahrungen aus Ihrem Referendariat und Schulleben nicht gegeneinander auszuspielen, sondern im Sinne eines Theoriepraktikers zu kombinieren. Auf diese Weise können Sie die vermeintlich zwei flüchtigen Bekannten Theorie und Praxis im Idealfall zu zwei Freunden gewinnbringend vereinen. Vielen Dank. Ich nehme mit, dass Didaktik und Methodik meine theoretischen Werkzeuge für meine spätere professionelle pädagogische Tätigkeit im Sportunterricht sind. In der Sportdidaktik lerne ich also didaktisches und methodisches Handwerkzeug, welches ich in der Praxis zielgerichtet einsetzen kann, kennen. Auf diese Weise kann die Theorie und Praxis im Sinne eines Theopraktikers bzw. einer Theopraktikerin gewinnbringend verknüpft werden. Das macht für mich Sinn, weil ein professionelles Handeln und der angemessene Umgang mit den entsprechenden Werkzeugen schließlich von jeder Profession erwartet werden dürfen. Die Lernenden und ihre Eltern haben ein Recht darauf, von mir zu erwarten, dass ich meine Werkzeuge professionell einsetze. Gelingt mir dies, kann ich nicht nur einen größeren Erfolg bei den Lernenden erreichen, sondern kann ebenso eine höhere Berufszufriedenheit erwerben. Nun seid ihr an der Reihe. Beschreibt mit eigenen Worten, warum Didaktik und Methodik wichtig sind für euren späteren Lehrberuf. Viel Freude und Erfolg!